Heute müsst ihr probieren, Green Maze zu überleben. Schaut bis zum Ende und los geht's. Mein limitiertes Brock's Merchandise Bundle erhältlich ab dem 15.07.2023 um 12 Uhr. Seid schnell, es gibt nur 250 Stück. Welchen Shake probiere ich mal? Den neuen Shake. Green Maze Shake. Den Lecker. Green Maze Shake. Ja, guck mal, ich habe hier einen roten Schlüssel, Kasper. Was sind wir? Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, das ist der Killer! Taser ihn, taser ihn! Hab ihn! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alter, ganz wichtig! Okay, wir müssen jetzt hier. Ja, da kommt einer aus dem Nichts. Oh, warte, hier ist er. Ja, lila okay, Schüssel. Pink. Oh nein! Oh, er ist wieder wach. Er ist wieder wach. Pass auf, du darfst nicht draufgehen. Das ist ein grüner Schlüssel im. Oh mein Gott! Okay, warte, ich krabbel hin, ich hab ihn. Ich lock ihn weg, den Shake hier. Okay, ich hab den grünen Schlüssel zur Toilette mit einem pinken Schlüssel. Los, geh, mach die Kellertür auf. Schnell, oh Gott, okay, wir haben mehr Platz jetzt hier. Hier ist ordentlich mehr Platz. Endlich. Okay, Alter. Ich hab den schwarzen Schlüssel, der geht hier rein. Okay, pass auf, er ist direkt hinter dir. Nein. Er ist hinter dir. Lock ihn doch weg, bitte. Ich geh nicht drauf. Ich geh nicht drauf, keine Sorge. Ich sammle hier gerade ein paar Münzen ein. Okay, ich bin wieder am Start, sehr gut, ich auch. Da so, ist er direkt schon wieder, Bro. Was ist mit ihm los? Ich muss einfach krabbeln. Easy. Alter, der hat aber Überhunger auf dich, ne? Ich sehe das. Ich weiß. Und jetzt, wir brauchen... Bro, er hat mich schon wieder. Was ist denn das? Bist du so schlecht oder was? Ja, anscheinend. Was ist das? Aber mal, der hat Überhunger auf mich. Auf dich anscheinend gar nicht. Du schmeckst anscheinend eklig. Denn? Ist hier und dafür muss ich einmal... Zack, ja. Hab die Tür aufgemacht. Oh mein Gott, er ist direkt hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Oh, ausgetrickst. Ich hab ihn ausgetrickst. Ich hab ein Ding aufgemacht. Hast du gesehen? Da brauchen wir die weiße Schüssel. Ja, ich weiß auch, wo wir jetzt hin müssen. So, hier durch. Wir müssen jetzt nämlich zu diesem, da ist die Sackgasse jetzt, ne? Ich hab den Schraubenzieher, hab ich geholt, okay. Wo musst du mit rein? Okay, Schraubenzieher musst du dir eine Tür mit aufmachen. Bro, eine Falle gelegt! Wie jetzt? Alter, ich bin immer ausgerutscht, wieso auch immer. Immer war ich ausgerutscht. Ich hab den schwarzen Schlüssel noch, ne? Eine Falle gelegt? Bro, auf einmal lag ich auf dem Rücken festgeklammert oder sowas. Okay, kann man das hier? Ja, okay, du musst jetzt mit dem silbernen Schlüssel da. Ich hab den. Okay, dann mach auf da. Müsste es aufgehen. Oh, ja, schack. Wir sind im Keller. Gott, im Keller. Alter, okay, hier ist richtig viel. Oh, der kommt, ne? Ich sag's nur. Hier ist jetzt ein beiger Schlüssel. Oh Gott, Bro. Alter, wo sind wir hier? Wir brauchen den Taser. Oh. Nein. Nein. Hau rein. Ich geh rein, lock ihn weg. Ich bin im Lüftungsschacht. Hier ist der blaue Schlüssel, ich hab ihn. Ich bin im Lüftungsschacht gerade, ne? Hey, wie cool sieht das denn bitte schon jetzt gerade aus? Blaues Schlüssel zur blauen Tür, so. Oh mein Gott, was ist das denn? So ein Laborbereich hier. Hier brauchen wir eine Checkkarte. Hast du alles? Hat er mich erschrocken, Alter. Was machst du denn? Bro, der ist über so ein Regal geklettert, kam auf einmal von oben gesprungen. Er kommt jetzt zu mir. Oh, er kann auch durch den Lüftungsschacht gehen. Okay. Nein. Alter. Hat er dich? Nein. Nein, aber er ist richtig gut. Er ist richtig gut. Ich gehe jetzt kurz durch den Lüftungsschacht hier. Alter, ich hänge kurz fest. Okay. Alles entspannt. Ich habe jetzt den weißen Schlüssel. Ist bei dir da irgendwo ein weißes Schloss? Siehst du das? Hier ist eine Karte. So eine Keycard. Ach, die brauchen wir im Laborraum da hinten, beim Computerraum. Ja, ich hab aufgemacht. Okay, sehr gut. Jetzt hier eine Bohrmaschine. Ja, die brauchen wir oben. Für die Main-Tür, glaube ich. Muss dran gebohrt werden. Hier ist nämlich auch noch ein Dingens. Hier ist auch noch so ein blauer Schlüssel. Der noch fehlt, oder was? Den hab ich schon benutzt. Pass auf, er ist hinter dir. Okay. Wir brauchen den Taser. Ist direkt hinter mir. Ist weggelockt? Ja, sehr gut. Du musst ihn mal ein bisschen dingsen. Mach ihn mal ein bisschen. Feuer unterm Hintern. Oh, Bro, er ist doch schon hinter mir. Soll ich nochmal an? Ich weiß. Oh Gott. Ich hab bisher eigentlich passiert. Ich bin entkommen. Was? Hast du schon aufgemacht? Ich hab den Taser angedrückt und ich bin direkt entkommen. Lol. Okay. Ja, du hattest doch schon die Bohrmaschine oder sowas. Sehr gut. Easy, Alter. Sehr gut. Und so schnell sind wir schon bei dem Green Maze Store gelandet, Kasper. Ich wollte schon immer mal trinken, Alter. Ich hab so Bock darauf. Gut, das Ding ist, man entkommt einfach und schon sind wir hier bei so einem Green Maze Shake. Also anscheinend Green Maze komplett alles übernommen hier. Guck mal, das Bild. Siehst du das? Ja. Lass auch nicht bestellen. Guck mal, hier einfach so ein Bild. Sieht richtig cool aus. Was ist hier wie sieht das aus? Ich war noch wir können jetzt so hier anscheinend irgendwas ordern. Kann ich schon bestellen? Den Green Maze Shake haben. Oh mein Gott, guck mal, der geht an die Maschine. Der macht ihn. Oh mein Gott, zu mitnehmen. Oh mein Gott, ich hab den in der Hand. Hast du ihn? Ich auch. Den Green Maze Shake. Noch nicht trinken. Lass damit nicht Alter. Warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Die Leute werden hier einfach umgefahren. Okay, komm, lass aufs Dach gehen hier. Oder lass irgendwie woanders hin. Warte, man kann hier shoppen. Sehe ich gerade, man kann hier shoppen. Man kann hier. Oh, für so Münzen. Kriegen wir so Sachen. Wie kriegt man hier Münzen? Müssen wir.
Ah. Warte, ich nehme mal einen Schluck. Oh mein Gott. Oh. Oh, wie schmeckt der? Oh mein Gott, warte mal. Haben wir jetzt Sips. Ah, für Sip, das ist Geld sozusagen. Umso mehr du trinkst, umso mehr Geld bekommst du. Okay, ich trinke nochmal einen. Ich muss sagen, weiter. Schmeckt doch besser, als ich dachte. Also ich könnte mir langsam links steht ja Inzidenz 1. Also kann man auch Unfälle verursachen? Ja, oder mit dem Auto. Oh Gott. Sagst du, wir uns zwar hier vom Auto erwischen lassen? Lieber nicht, ne? Glaubst du, die Autos kommen dadurch, dass man den Shake trinkt? Boah, könnte sein, oder? Glaubst du, da sitzt die Scream-Ace-Monster von eben da dran? Ich weiß nicht. Sein. Also ich guck grad mal, vielleicht kann man sich ja schon irgendwas im Shop mal kaufen. $100. Boom, ja, ja. Den 1 Dollar erwischt. Hä, warte mal, ich hab nicht genug Geld, steht da. Ja, wir ja, müssen unsere Sips irgendwie zu Geld machen, oder was? Anscheinend. Ja, ja, oder wir wie? Oder? Warte mal, wo kann man unsere Sips zu Geld machen? Ich geh mal kurz hinten. Ich hole mal noch einen Shake, mal gucken. In den geheimen. Ah, hier ist ja noch ein Haus und so, sehe ich gerade. Ach so, da wahrscheinlich dann. Okay, warte mal. Dann und hier kann man. Rein. Oha, wer lebt denn hier? Kann ah, wie man ein okay, jetzt müssen wir. Wie geht das? Zeig mal. Okay, wir müssen kurz unseren eigenen Shake machen. Ah, okay. Und jetzt alles in den Mixer packen. So, das heißt? Ich habe Raspberries. So, was nehmen wir noch? So, das heißt, warte, was steht da? Man soll. Kann ich Shake reinmachen? Raspberries, zack. Milch, oh oder? Gott. Ja, Milch. Dann Milch, noch. Ja, hab Blueberen. Hab ich auch. Ja, hab ich Milch rein, so. Und mir fehlt noch. Ey, da fehlt irgendwie noch eine hier. Zutat. Vanille Ice Cream fehlt bei mir. Ach, das ist locker im. Ah, das ist oben. Ah, hier oben Ice Cream. Okay, ich hab's. Ben & Jerry's. Ach, und jetzt so mixen. Macht man seinen eigenen? Wow! So macht man seinen eigenen Green Maze? Oh mein Gott! Ich hab's gerade. Lol. Guck mal! Ich hab einen Green Maze Shake jetzt hier. Zeig mal. Ja, ich auch, aber so. Selbst gemischt. Und jetzt muss man das in einen Cup reintun. Becher kippen. Aber wo? Hier. Pure Liquid. Ah, hier. Und jetzt? Oder geht das? Jetzt habe ich den, oder? Ne, das Whipped Cream. Warte, ich glaube, ich muss da irgendwo. Irgendwo muss hier so ein Ding sein. Hallo. Ah, wo Toppe, du hast am Whipped Cream. Ah, oh mein Gott. Pickup. Ich habe ihn. Ja, ich habe meinen eigenen selber gemacht. Okay, warte. Wo hast du Whipped Cream her? Ach, da, ich habe ihn noch. Kühlschrank. Pure Cream. Ja, genau. Und jetzt hast du ihn ready. Pure Liquid, pure Cream. Das geht bei mir nicht. Hä? Du hast nur Cream oben drauf. Wieso Liquid? Das heißt, hättest du schon lange machen müssen. Liquid rein. Hä? Du musst Liquid in den Becher reinkippen. Ich hab das Ding in der Hand. Du auch? Ah. Nee, ich hab ganz normal meinen Green Maze Shake in der Hand. Oh nein. Bist du schon fertig gemischt? Nee, du kannst nichts falsch machen. Du musst einfach jetzt den Green Maze Mixer, den Mixer, das Mixerzeug in so einen Becher kippen. Und dann schlagst du da oben drauf, Mann. Aber wo ist denn der Becher denn da? Steht er bei dir nicht mehr, oder was? Bei mir stand da einfach ein roter Becher, so ein kleiner roter Becher. Nee, steht bei mir nicht. Oh, dann musst du vielleicht hat neu irgendwer geklaut oder so. Oh mein Gott, ist auch schon voll dunkel. Warte mal! Oh mein Gott, Bro, da ist doch ein Dollarzeichen daneben. Ja, das ist für Robux-Donations. Ah, okay. Okay, wir können anscheinend hier vorne irgendwie. Ich hole mir noch einen Green Maze-Shake. Ich frage mich jetzt gerade. Er geht halt nicht. Man darf irgendwie nur einen haben. Und ich frage mich auch gerade, warte mal. Ich habe jetzt ja ein bisschen hier getrunken, aber kann ich mir von jetzt schon was holen? 20, ein Teddybär. No Coins, hä? Wie kriegt man unsere Sips zu Coins? Ich bin auch gerade überlegen, wie die Autos hier vorbeidreschen, ne? Guck mal, Cashiers Haus steht auch da drin. Also es muss hier irgendwas mit dem Haus zu tun haben, oder? Vielleicht ein Bett oder muss man schlafen oder so hier. Ja, ist gerade dunkel. Oder? Nein. Was hast du hier gefunden? Oh, Geheimausgang? Okay. Nee, nicht ganz. Boah, es kann sein, dass wir Unfälle brauchen. Safe. Nein. Green Maze Shake und so. Doch, die machen, da gibt es so ganz viele Memes, wo die immer so Unfälle haben dann. Okay. Oder nicht? Auto. Oh Gott. Ah! Nein, wurdest du erwischt? Ich hab zwei Unfälle, steht da jetzt gerade. Zwei Unfälle? Okay. Ja. Ey, ich hab meinen anderen Green Maze Shake verloren. Drei Unfälle jetzt schon. Ich wollte überfahren, Hilfe. Aber. Guck mal, der kann auch nicht mal ein Lego-Auto fahren, da der Typ. Aber hab ich meinen Green Maze Shake noch? Ja. Alles gut. Machen wir jetzt nochmal einen neuen Shake. Hey, die sind auf dem Dach drauf oben. Oh, da steht jemand. Die schreiben da auch. Normal Day in Ohio. Okay, warte mal. Ich guck mal, was gibt's hier denn? Da oben. Ein Chill Cup. So. Ah, hier ist der Cup. So. Ah. Hast du gefunden oder was? Ja. Gut. Jetzt hab ich aber mein Ding nicht mehr da. Da war's. Mein Mixer. Ja, nein, okay. Hab ich gerade verloren beim Unfall. Na gut, komm, dann würde ich sagen. Nochmal
überfahren lassen. No, ich muss ins Krankenhaus. Hilfe. Nein, nicht ins Krankenhaus, Kaspar. Oh. Ey, Kaspar, guck mal. Was geht? Wie cool sieht denn das hier aus? Ist das ein Haus? Sind wir neue Nachbarn geworden? Das hier ist mein Haus. Ich glaube, ja. Da drüben ist deins, hier ist meins. Wie cool. Ey, guck mal. Hey, das okay, Ding also ist bloß aber ein rotes. Ein kleines Haus. Ja, ich habe ein krasses Haus. Und zwar, geh mal auf deine Seite und ich werde dir jetzt was sagen, was du malen musst. Und das wird dann passend zum Haus sein, okay? Aha, okay. Und was soll ich malen? Das heißt, das Erste, was du jetzt malst, wird ein kleiner Wachhund sein für dein Haus. Ah, okay. Also ich würde sagen, Malen wir mal einen kleinen Wachhund und das werden wir dann auch easy einfach. Hin. Das, oh, okay, das werden wir dann einfach, okay. Genau, wir werden einfach so ein kleiner Hund dann. Digga, mein Ding ist eine ist eine Schildkröte. Eine Schildkröte? Oh mein Gott. Ich musste erst mal wieder reinkommen. Ich mache jetzt hier den besten Hund, den du jemals gesehen hast. Ach, Digga, mein Hund, das kann man keinem zeigen, Bro. Gott. Das kann man keinem zeigen. Das Ding, das hat gefühlt einen Hocker. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Das ist gerade gar nicht gut. Okay, komm. Ich würde sagen, lass dir zeigen, oder? Du bist doch nicht fertig. Wir können schon zeigen. Go. Oh Gott. Wo bist du? Wie spawn ich? Anwenden. Links unten. Wuff! Wuff! Guck mal. Wuff, wuff! Okay. Wuff. Nicht schlecht. Auf jeden Fall die gleiche Farbe ausgeben. Jetzt haben wir einfach Wachhunde. Du darfst das nächste entscheiden. Was könnte passend zu unserem Haus sein? Was wollen wir jetzt? Also, das Ding ist, normalerweise hat man ja immer so Wachhunde und sowas, ne? Aber, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Hauskatze. Ja, oh, damit wir auf jeden Fall hier Hauskatze? Ja, ist ganz wichtig. Oh mein Gott. Damit wir. Okay. Ich muss erstmal hier. Alles mal löschen, so. Zurücksetzen, eine Katze. Boah, da zieh ich dich ab. Ich habe auch eine krasse Idee gerade schon. Nein, auf gar keinen Fall. Na klar. Auf gar keinen Fall wirst du mich dingsen. So. Pass auf. Zack. So. Oh mein Gott, ich mach. Ich brauche noch ein bisschen, ne? Ich bin noch lange nicht fertig. Ich brauch auch noch ein bisschen. Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit bei der hier. So, zack. Ich lasse auch noch ein bisschen Zeit. Okay. Dann ist ja gut. So, dann machen wir den hier. So, konnte man neue Ebenen machen? Ja, ne? Ja, man konnte auch neue Ebenen, glaube ich, machen. Ich glaube, das war auch eine Möglichkeit. Alter, das ist jetzt hier eine Mega-Katze. Oh Gott. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch noch hier, aber... Ja, das sieht, dachte ich mir schon, dass das ganz komisch ist. Oh nein, das ist hier jetzt ganz... Ach, man kann nur, Ebenen machen. Es sieht jetzt ganz komisch aus. Okay, hier noch ein kleiner Schwanz. Nein. Ich bin ready. Bist du ready? Ich wäre ready, ja. Zeig her dein Ding da. Zeig her deine Katze. Okay. Was ist denn das, Alter? Was hast du gemalt? Du hast hier so eine... Digga, du hast einen Geist oder sowas gemalt. Hast du einen Geist gesehen oder was? Gar nicht. Alter, das ist ja wohl eher ein Regenwurm. Vor allem diese dreieckigen Augen. Hä? Oh mein Gott. Ja, das sieht nicht aus wie eine Katze. Wo ist denn dein Körper? Ja, mein Gott, der fehlt halt noch. Das ist erstmal nur der Kopf. Okay. Dann würde ich sagen, lass uns als nächstes mal. Du siehst, wir haben eine große Auffahrt, ne? Da muss natürlich auch was rein. Wer mal den besseren Ferrari? Boah, okay, ich sag dir, da zieh ich dich auf jeden Fall ab, ne? Nee, du hast keine Chance. Tut mir leid, aber du wirst keine Chance haben. Ich werde den absoluten Mega-Ferrari malen. Oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Das ist doch schwerer, als ich dachte, glaube ich. Ich auch. Ich finde es auch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Oh Gott, was mache ich hier? Wie sieht das aus überhaupt? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich hier mache. Das ist gerade gar nicht gut. Das ist gerade ganz und gar nicht gut. So, jetzt das ist auch nochmal wichtig hier. So, für die Details, ja. Ganz wichtig hier für die Details. Und dann, oh Gott, ey, was mache ich hier? Das ist jetzt ganz gar, das ist gar nicht gut, Bro. Wieso? So schlimm oder was? Das ist gar nicht gut. Glaube ich nicht. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh nein. Eigentlich könnte man... Sagst du? Das Ding als fertig ansehen. Komm, das wird nochmal hier ein bisschen angemalt jetzt hier für die Details. Einfach für die Details, Leute. Okay, ich bin auf jeden Fall mit meinem Ferrari eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Also, ja, aber mir geht's. Besser kann man es gar nicht malen. Es hält sich bei mir leider in Grenzen, muss ich sagen. Es hält sich sehr in Grenzen. Zack. Okay. Bist du ready oder was? Warte, ich würde sagen, ich bin ready, Maddy. Okay, let's go. Und zeigen. Boom. Zeig mal, warte mal. Oh, boom. Oh. Okay. Okay, ich
finde deinen auch nicht schlecht. Deiner ist eher so ein Kastenwagen, oder nicht? Hä, das ist gar nicht. Deiner sieht eher aus wie ein Kastenwagen. Meiner sieht, guck mal, vorne auch das Ferrari. Aber dein Logo ist auch nicht schlecht mit dem Gelb, ja? Hab ich vergessen. Ja, stimmt. Das Gelb hast du vergessen. Aber ich hab ein Pferd. Ich hab ein Pferd vorne, was springt. Weißt du, was ich meine? Siehst du das kleine okay, Pferd? Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Okay, okay, okay. Okay, entscheid du, wir sollen entscheiden. Ich würde sagen, die Leute entscheiden, wer hier den besseren Ferrari gemalt hat. Okay? Ja, ja. Ich würde sagen, wer macht das bessere, weil wir auch eine Garage haben, Fahrrad. Ja. Ja. Oh. Wer macht das bessere Okay, lass mal ein Speedding machen. Lass ein Speedding machen, okay? Ein Speedding. 20 Sekunden und los! Wieso denn 20 Sekunden? Ja, was hätte ich jetzt gesagt, oder? Ein bisschen mal schneller. Okay, ja gut, okay. Ab jetzt 20 Sekunden. Oh mein Gott, okay. Du hast ja nicht gesagt, was für ein Fahrrad. Da kann auch ein Rennrad sein, oder? Das kann auch ein Rennrad sein, klar. Hier, oh nein, so. Ey. Zack, zack, zack. Oh mein Gott. Oh, das war jetzt eine sehr, sehr doofe... Oh, was habe ich gemacht? Okay, fertig. Okay, ready und los. Nein. Hallo. Nee. Erkennst du das Fahrrad? Diese alten Fahrräder aus dem Mittelalter, weißt du, wo ein Reifen größer war. Ich kenne das, ja, ich kenne das. Nee. Guck mal, ich habe sogar eine Person drauf. Nee. Ja, der hat sogar Spaß, sehe ich gerade. Sehr cool. Der hat richtig Spaß. Das war echt schwer, das war nicht zu malen. Das war ein weißer Hintergrund. Das ist deine Lehrerin. Das ist deine Mom. Weil wir so ein großes Haus haben, kann es auch sein, dass es da irgendwelche Gefahren gibt. Deswegen, wer malt den besseren Huggy-Wuggy? Okay, ja, kriegen wir hin. Wer malt den besseren Huggy-Wuggy? Okay, alles klar. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie sieht denn der aus? Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, ich glaube... Ja, ich komme langsam dahinter. Boah, ich habe voll vergessen, wie der aussieht. Ich habe vergessen, wie der Mund aussah. Hab ich auch ganz vergessen. So... Und dann müssen wir auf jeden Fall noch ganz wichtig hier das ganze Ding so ein bisschen anmalen, ne? Das ist auch ganz wichtig, dass man das hier so ein bisschen anmalt. Auf Zack, ganz oh mein Gott, Alter. Easy peasy. Ich muss auch sagen, eigentlich bin ich auch ganz zufrieden. Oh, also, naja, gut, okay, so, der sieht eher aus, ich will nichts Falsches sagen, aber als hätte der was Falsches getrunken oder sowas, glaube ich. Ehrlich? Ja, der sieht ein bisschen komisch aus. Bisschen zu viel Apfelschorle, sagst du? Okay. Ja, der hat irgendwas Komisches Falsches getrunken, das siehst du gleich an den Augen. Das sind eher so Perleraugen von Mr. Krabs Tochter. Oh nein. Okay, so, ich habe mein Huggy-Wuggy jetzt eigentlich ganz gut hinbekommen, glaube ich. Okay, ja, ich bin fertig. Bist du schon ready, oder was? Ich bin fertig. Und zeigen! Zeigen! Zack! Wow! Oh, krass! Deiner sieht ja richtig krass aus. Guck mal, meiner hat eine Flagge, da steht Hunger und der hat noch so ein Strick, ne? Dass er die holen will. Ey, ja, ich schnapp dich! Lass dich bloß in Ruhe! Ich schnapp dich! Lass dich bloß in Ruhe! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was wollen wir als nächstes malen? Okay, wer kann den besseren Vogel malen? Und du hast nur 20 Sekunden Zeit und die Zeit. Oh Gott, und los! Beginnt jetzt! Oh mein Gott, okay, Vogel. Zack, zack. Okay, ich war ein bisschen. Den hier, zack. Ich mach die Oldschool-Taktik. Den hässlichen meinst du? Den hässlichen, das hässliche Vöglein? Nein. So. So, machen wir hier nochmal auf. Okay, ich bin fertig. Bist du schon fertig? Ja. Wie schnell wir zeigen, bist du 20 Sekunden. Ja, kurz noch, 5 Sekunden. Zeigen. Okay, ich bin ready. Ich bin ready. Zeig her da deinen Vogel. Und ich habe ganz viele Schwarmvögel. Oh, wie schnell hast du? Wie schnell hast du ein bisschen gerade einen Vogel gemalt? Bro, ich bin eine Maschine. Was? Wenn der nicht krass aussieht, weiß ich auch nicht. Alter. Wenn der nicht krass aussieht, weiß ich auch nicht, ne? Alter, der ist ja richtig krass. Wie hast du es so dicker bekommen? Ja, du kannst irgendwie dicker einstellen von der Breite. Jetzt nochmal, machen wir nochmal, wer malt den besseren Burger? Wir müssen ja auch was krasses essen. Oh, ja, ja, okay, hast du recht. So, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, machen wir mal den. Oh mein Gott, der wird so perfekt. Oh, mein Burger wird perfekt. Du hast wahrscheinlich so einen vergammelten Burger. Diesen einen, den SpongeBob mit sich die ganze Zeit rumnimmt. Boah, das wird so eine perfekte Sache jetzt hier werden. Zack. Das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig, was ich jetzt hier mache. Okay. Ja, ich bin bisher auf jeden Fall ganz zufrieden. So, dann kommt das hier. So, das ist jetzt auch richtig wichtig. Alter, das sieht ja so gut aus. Wird so krass, oder was? Ja, extrem. Oh, wenn das mal kein fetter Burger ist, Alter. So, okay. Ey, das ist ja so ein guter Burger. Hier auch nochmal. So, also ich würde sagen, doch. Was, bist du schon fertig? Nein. Ich muss sagen, doch.
Echt? Okay, okay, nicht schlecht. Oh mein Gott, das ist so ein wichtiges Detail, was dein Burger aus den Socken hauen wird, ne? Das ist jetzt okay. So wichtig gerade gewesen. Bist du ready oder was? So, warte. Okay, ja, 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 ich bin ready. Okay, 3, 2, 1, go! Yeah! Yo! Oh, was? Deiner sieht auch nicht schlecht aus, Alter! Ah, das auch wichtige Details, okay. Ja, ich hab einen Cheeseburger, was hast du für einen? Mit so roter Soße? Ich hab so einen Triple Cheeseburger mit Tomaten dazwischen. Okay, auch nicht schlecht. Ja, sieht gut aus. Okay, nicht schlecht. Wir schlagen uns gleichzeitig, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, wer macht die besten Pommes? Oh! 3, 2, 1, go! Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich hab da nämlich direkt schon eine richtig gute Idee. So. Dann ist sie auch ganz, ganz wichtig. Ja, das wird eine gute Sache jetzt hier werden. So. Ja, okay. Und jetzt wichtig nochmal hier einmal so. Einmal so. Oh, ja. Okay. Yeah. Das ist keine krassen Pommes. Okay, 3, 2, 1, go! Alter, was hast du denn da gemacht? Was ist denn da oben bei deiner Frisur los? Ich weiß auch nicht. Ey, aber sieht cool aus. Sieht richtig, richtig cool aus. Warum ist das 3D geworden, hä? Ja, weiß ich auch nicht. Weißt du, das ist 2D. Alter, das ist aber auch viele Pommes. Okay, hatten wir auf jeden Fall dieselbe Idee, muss ich sagen. Ja, ähnliche Idee, ja, safe. Ganz, ganz ähnliche Idee. Lass uns machen als Finale. Wer malt den besseren Kuchen, okay? Oh, okay. Kann alles sein. Also ist egal was. Okay, dann würde ich sagen, let's go! So, ich jetzt auch hier schön einmal einen deftigen Kuchen, sondern hier ganz wichtiges Detail jetzt hier gleich. Schon mal nicht schlecht, also schon mal der Boden, ne? Der Kuchenboden. So, was kommt da noch rauf? Ganz wichtiges Detail ist hier gerade auf jeden Fall gewesen. Okay, jetzt kommt hier schön Zuckerguss drauf oder was machst du da schon drauf? Einmal so richtig. Was ist dein Lieblingskuchen? Boah, Schokokuchen muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, ne, ist lecker. Schokokuchen ist echt das allerbeste. Sehr lecker. So. Oh. Sagt ja, meiner ist auf jeden Fall eine Gewalt. So, dann kommen hier noch ganz wichtige Teile raus. So. Okay, auch ganz wichtig. So, ich mache gerade ganz wichtige Sachen. So, okay, also, bist du fertig? Zack. Ich würde schon sagen, ich bin fertig. Dann zeig mal her! Warte, ich bin noch nicht so weit. Zeig her! Ja, okay, komm, ich hol raus hier. Und das ist er! Was? Boah, deiner sieht auch krass aus. Alter, deiner ist ein Geburtstagskuchen. Ja, Alter, heute nicht schlecht gewesen. Hey, richtig gut gemalt. Sehr gut! Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt einfach wieder das Video aus, einfach gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.